Wir beschäftigen uns immer noch mit Pharmaindustrie, die kommt gar nicht gut weg heute. Denn wenn wir hören, wenn irgendwo in der Spelunke am Stammtisch erzählt wird, dass Ärzteschaften bestochen werden, dass Pharmaindustrien Ärzte aufkaufen, dass Medikamente durch Bestechung zugelassen werden, die eigentlich sehr gefährlich sind, wenn ich das am Stammtisch höre, kann man darüber denken, was man will, aber wir werden heute mit einem Experten an vorderster Front werden wir jetzt zu tun haben. Ich bitte John Virappen nach oben zu kommen. Ein Experte darum, weil er an der vordersten Front weltgrößter Pharmakonzerne gearbeitet hat als Manager. Also nicht Stammtischgespräch jetzt, sondern Zeuge aus vorderster Front. John Virappen ist seit 3 Tagen krank, ihr müsst ihn gut unterstützen. Er ist trotzdem gekommen, hat den Mut zusammengenommen. Wenn er zusammenbricht, wir haben starke Männer hier. Wir tragen ihn wieder weg. Nein, wir es nicht zusammenbrechen. Es wird gut kommen. Er hat versprochen, er wird die Sache auf den Punkt bringen. Er ist Zeuge an vorderster Front von Verbrechen, die nirgendwo in den Medien berichtet werden, die verschwiegen werden. Und er arbeitet eigentlich nur mit Bodyguard. Also das wird schon ziemlich gefährlich, wenn man die Dinge anspricht, die er anspricht. Aber er hat hier den Mut gezeigt und ich kann nur immer wieder sagen, das sind Helden, die hier vorne stehen, gegen solche Gebilde anzutreten, die weltweit so eine Macht besitzen. Das sind schon echte Helden, die entgegen dem eben Schein-Mainstream diese Dinge dann bloßlegen. Also wenn wir hören, dass die Pharmaindustrie jetzt auch zunehmend Kinder im Visier hat, mit, wie sein Buch sagt, das wird er nachher präsentieren, Kinder mit Medikamenten, die Nebenwirkung Tod haben. Wenn wir das hören, wollen wir was hören darüber? I'll tell you. Natürlich, I'll oder? Tell you everything. Also dann gebt ihm mal einen Applaus. Dr. John Virappen wurde 1943 in British Guyana als Kind indischer Einwanderer geboren. Nach seinem Schulabschluss in England studierte er Medizin und promovierte in Psychologie in den USA. 1968 begann seine Karriere als Außendienstmitarbeiter für verschiedene Pharmaunternehmen. 1979 wurde er von Eli & Lilly Company in Schweden angeworben, deren Geschäftsführer er schließlich wurde. Also da geht es um einen weltgrößten Konzern. Dr. John Virappen. Thank you, ladies. Thank you, gentlemen. When I stand here now, today, I feel like 40 years ago, when I used to be a pop star. Wenn ich jetzt so vor Ihnen stehe heute, dann fühle ich mich wie vor 40 Jahren, als ich noch unglaublich bekannt und populär war. No, ich war ein Popstar. Ich war ein Popstar. Und ich probiere mit meinem schlechten Deutsch. Ne? Ich war ein Popstar in Schweden in 1964 bis 1968. Ich war als Beispiel in Platte, dass die ABBA, ich kenne ABBA. Ah, ABBA hat eine Platte gemacht mit mir und das ging eine Woche in die Top 10. We continue in English? Yeah, yeah. We'll continue in English, don't worry. Now please, ladies and gentlemen, first of all, let me say thank you to Ivo and your group for inviting me here. Ich möchte mich bedanken bei Ivo und der gesamten Organisation für die Einladung. I wish I had money in your bank. Ich wünschte, ich hätte Geld in eurer Bank. But unfortunately, I don't. Leider habe ich keins. I have another treasure that I carry in my head that I would like to share with you. Ich besitze hingegen einen anderen Schatz in meinem Kopf, den ich mit euch hier teilen möchte. And what makes me even more happy is that I see a lot of children around here.
Was mich noch viel glücklicher macht, ist, dass ich hier viele, viele Kinder sehe. Because now I have dedicated my life, or whatever is left of it, to the children of the future. Ich widme den Rest meines Lebens den Kindern. Your children. Ihre Kinder. Because I have spent 35 years of my life working in an industry, the pharmaceutical industry that my Ich habe 35 Jahre meines Lebens in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet. And they do nothing but annihilate the population of this world. Und diese Konzerne tun nichts anderes, als die Bevölkerung in der Welt zu eliminieren. And why do they do that? Because they want to make money, 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 money. Sie tun es wegen dem Geld. They don't care about your lives. They only care about their wallets. Sie haben kein Interesse an ihrer Gesundheit und ihrem Leben. Sie kümmern sich um ihre Profite. Now, whatever I tell you here today is not something that I dreamed about or observed somewhere. It's something that I have done myself. I have been just as criminal as they are. Was ich Ihnen heute erzählen möchte, habe ich nicht einfach nur irgendwo geträumt oder beobachtet. Ich habe diese Dinge selbst getan. Und ich war exakt genauso kriminell wie diese Leute. My hands are just as dirty as these people. Also meine Hände sind genauso schmutzig wie die Hände dieser Leute. Now, all of you sitting here, answer me a question. An alle, die jetzt hier sitzen, beantworten Sie mir eine Frage. When you go to the doctor, he looks at you, stethoscope, laboratory tests, machine tests, this were. Those tests, by the way, is to make money. Wenn Sie zu Ihrem Arzt gehen, dann guckt er Sie an mit seinem Stethoskop, hängt Sie an all diese Maschinen dran und bereits da wird Geld verdient. Then he tells you you're sick. Here's a prescription. Go to the pharmacy and take this medicine, one tablet, three times a day. Dann bekommen Sie Ihr Rezept vom Arzt verschrieben, weil der Arzt gesagt hat, Sie sind krank. Und Sie nehmen dieses Rezept, gehen in Ihre Apotheke und bekommen Ihre Tabletten. Und diese Tabletten nehmen Sie dann ein, zwei, dreimal am Tag. What do you do? Tell me. Was tun Sie damit? Was tun Sie dann? They don't throw it away. All of you here, you go to the pharmacy and you get your medicine and you take it. Like the good citizen. Alle Leute gehen zu der Apotheke und zeigen ihr Rezept vor und holen sich die Medikamente und nehmen sie auch. But when you go to the car company to buy a car, you ask the salesman questions. Wenn Sie hingegen jetzt zu einem Gebrauchtwagenhändler oder einem anderen Neuwagenhändler gehen, dann stellen Sie einen Haufen Fragen über das Auto, was Sie vielleicht kaufen wollen. Klimaanlage. Elektrische Fenster. Wie viel PS? If you don't get what you want, you don't buy the car. Wenn Sie nicht exakt das bekommen bei dem Autohändler, was Sie wollen, dann kaufen Sie das Auto auch nicht. So why don't you ask the doctor, what is it he's giving you? Also warum fragen Sie dann nicht genauso den Arzt, was er Ihnen da eigentlich gibt? The reason I'm telling you this is because only you have the power to stop these criminals with what they're doing in the pharma industry. Nur Sie haben die Macht, das zu stoppen, was die Pharmaindustrie tut. Because you are not sick people. Denn you sind, are consumers. Sie sind keine kranken Leute, Sie sind Konsumenten. You are consumers. Sie sind Verbraucher. And the pharma industry makes money because they tell everybody that you are sick. Und die Pharmaindustrie verdient eben einen Haufen Geld, indem sie ihnen allen sagt, sie wären krank. Now, you can ask me the question, why have you been doing this then?
Jetzt stellen Sie vielleicht die Frage an mich, warum hast du das getan? There are several reasons. Es gab mehrere Gründe dafür. And I'm not making any excuses. I was a bad boy. Ich möchte keine Entschuldigungen treffen dafür. I was young. Ich war jung. I was colored. Ich hatte I still am, by the way. I'm still colored. I got scared last night when the good doctor over here told me I look a little pale. I said, Jesus. Ich bin etwas dunkelhäutiger und ich habe mir schon Sorgen gemacht, als Dr. Labor mir gestern Abend gesagt hatte, ich gucke ein bisschen blass aus. Yeah, but she fixed it. It's okay. Well, at least up till now, it's coming. Anyway, the reason was that I was young. I was a colored man in the white world. Ich war jung, ich war etwas dunkelhäutiger und ich befand mich halt in der Welt der Weißen. I had to survive. Ich musste überleben. The pharma industry gave me a good job. Die Pharmaindustrie bot mir einen sehr guten Arbeitsplatz. And I felt that I was in medicine because that's what I studied. Ich habe Medizin studiert, also war es naheliegend. So I started as a salesman. As a salesman, Vertreter. Ich habe angefangen als Vertreter, als Verkäufer. So I had a good salary. Ich habe gut verdient. I had the car. Ich hatte ein schönes Auto. The expense account. Ja, ein Bankkonto für andere Ausgaben. And as I moved up in my career, where I eventually became a director for a company in Sweden. Ich stieg also die Karriereleiter hoch und wurde irgendwann zu dem Geschäftsführer einer Firma in Schweden. The affiliate company of one of the largest and most evil pharma corporations in the world. Bei dem Partner eines der größten Pharmaunternehmens der Welt. Eli Lilly and Company. You may have heard of them. Sie haben vielleicht darüber gehört, über die Firma. They're evil. Die sind finster. And I can say that. Und ich kann das sagen. Because I was part of the evil. Weil ich an diesem Übel teilgenommen hatte. So in those days, the money, I've been around the world. You ask me all the top hotels in the world. You ask me about all the big airports in the world, gourmet restaurants. I had a golden key to the wine cellar of the opera cellar in Stockholm, Sweden. Ich hatte den goldenen Schlüssel für das Opernhaus in, where is it? In Stockholm, Schweden. Also ich hatte genügend Geld. Ich bin in der Welt herumgezogen. Ich kannte jedes Luxushotel, jedes Gourmet-Restaurant. The Opera Cellar is where the Nobel people have dinner. I mean, you can go in that restaurant. The Princess Christina was sitting next to me at another table the other one time. Also saßen dann Prinzessinnen neben mir in diesen Etablissements. So all of this was offered to me on a plate. All das wurde mir auf dem Silbertablett serviert. So, just like Eva gave Adam the apple, I had an apple too. So wie Eva den Apfel weitergereicht hat an Adam, hatte ich meinen Apfel. Anyway, to make a long story short, I had a career. I did a lot of bad things. Ich hatte eine Karriere. Ich tat viele schlimme Dinge. They fired me. Die haben mich gefeuert. I started my own company. Ich startete mein eigenes Unternehmen. Worked for several other pharma companies, big ones, world players. Und arbeitete für mehrere andere große Pharmaunternehmen. Then I met a German woman. Dann traf ich eine deutsche Frau. 15 years ago. Vor 15 Jahren. And she said, "I have to come to live in Germany because she's not going to move to Florida." Sie wollte nach Deutschland kommen. And I said, "Okay." So I came to Germany. I retired, officially retired. Ich ging in den Ruhestand und zog nach Deutschland. I played golf. Ich habe Golf gespielt. Good golfer in Germany, and I relaxed myself. Then I had a heart attack. Then I had a second heart attack. Ich hatte einen Herzinfarkt und dann einen zweiten Herzinfarkt.
And now I can't get no heart attack anymore. Inzwischen I have a titanium battery right here. Ich habe jetzt hier eine Titanbatterie. So I can drop here today and my heart will still beat. Ich könnte hier tot umfallen, aber mein Herz würde weiterschlagen. That's just a joke. Anyway. No, it's not a joke. I have a pacemaker, but I mean the whole thing. Ich habe einen Herzschrittmacher, aber anyway. Somebody, the power, I don't know, some people say God, some people say Jesus, some people say this, I call it the power, the almighty power. Ich wurde berührt von der, ich nenne es die, die allmächtige Kraft. Und blessed manche nennen es Gott, manche nennen es Jesus. Blessed me and my wife. Ich wurde gesegnet, ich und meine Frau. With a child. Mit einem Kind. I was 62 years old. Ich war 62 Jahre alt. This child is now 4.5. Das Kind ist nun 4.5 Jahre alt. Now, when this child was born, he went to the pediatrician after the 6 months to a year, they make a checkup. Als das Kind zwischen 6 Monaten und 12 Monaten alt war, gab es diese Routineuntersuchung beim Kinderarzt. The doctor checked the boy and said, yeah, he's healthy, he's fine. Now I need to give him his Impfcocktail. Der Arzt sagte zu mir, das Kind ist vollkommen gesund und nun muss ich dem Kind eine Mischung aus mehreren Impfstoffen geben. Firmasen. Now I had told my wife, nobody. No doctor, no professor, no nobody gives my child any kind of medication unless they discuss it with me and I approve it. Ich habe meiner Frau gesagt, dass mein Kind keinerlei medizinische Präparate bekommen soll, es sei denn, es wird vorher mit mir abgesprochen. Now this doctor, well, apart from being lucky that I wasn't there, she threw my wife and child out of the clinic. Der Arzt warf meine Frau und das Kind aus der Klinik. And said, "We only treat vaccinated children." Und der Arzt sagte, wir behandeln hier nur geimpfte Kinder. When my wife came home and told me that, I considered how lucky this woman was, because if I were there, believe me, I would have strangled her. Also ich habe dann gemeint, das ist eigentlich noch einigermaßen glücklich verlaufen, denn wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich den Typen erwürgt. How dare she refuse to have my child come to this clinic and she's practicing as a doctor? Wie kann sie als praktizierender Arzt das Kind verweigern? What happened to the Hippocrates, the oath of Hippocrates? Was ist mit dem hippokratischen Eid passiert? When you become a doctor, you swear the oath. Primum non nocere. The patient comes first. Das wichtigste Prinzip ist nicht schaden. Das ist der Teil des hippokratischen Eids. That made me mad. So I researched this lady and I found that she was sitting in a committee or on a committee with a politician and members of the pharma company that made the impf, the vaccine. Also ich habe dann nachgeguckt und nachgeforscht und ich fand heraus, dass diese Ärztin in einem Komitee sitzt, wo auch ein Politiker mit drin ist und mehrere Abgesandte von den Pharmaunternehmen, und zwar jene Unternehmen, die die Impfstoffe herstellen. And they're propagating to the government in Germany to introduce mandatory vaccination. Und diese Abgesandten von den Konzernen und diese Komitees wollen die Regierung in Deutschland dahingehend beeinflussen, dass Impfungen vorgeschrieben werden sollen. So I started to do some research on what's going on in Germany in the medical business. I've never worked there. I only lived there. I got my pension from Sweden, by the way. I don't get anything from the German state or anybody. Also bekommt seine Rente aus Schweden, also er ist da in Deutschland nicht angewiesen auf Now, I found out also
that general practitioners, just like this woman and other doctors, were prescribing psychotropic drugs to children. Ich fand außerdem heraus, dass Ärzte generell psychotrope Drogen an also Kindern verschreiben. Shortly after that, I read in an article that was posted from the European Medical Association that they were going to approve the drug Prozac. Ich habe dann gelesen, dass die Europäische Kommission für Medizin das Medikament Prozac legalisieren möchte, auf den Markt bringen möchte. To give to children. Prozac soll zugelassen werden für Kinder. Das heißt Fluctin Schweiz, in Deutschland. In Schweiz wird der Stoff vermarktet unter dem Namen Fluctin. They were already prescribing another one called Ritalin. Sie haben bereits ein anderes Medikament verschrieben namens Ritalin. Now, I started to see red. Ich habe dann langsam rot gesehen. And all the memories from the first day I joined the company. All diese Erinnerungen. As a salesman. All diese Erinnerungen kamen hoch von der Zeit, als ich anfing als Vertreter für diese Firma. It all started to come back. All das kam wieder zurück. And I started seeing shadows at night. People are dying from taking medication that was legalized. Und mir kamen diese Bilder hoch von all den Menschen, die sterben an Medikamenten, die legal sind. Because I had bribed the Swedish government. Ich habe die schwedische Regierung bestochen. To get the Zulassung for Prozac. Um diese Zulassung zu bekommen für Prozac. In Sweden. In Schweden. Now can you imagine that? Sweden is reputedly one of the cleanest, most transparent countries in the world. Schweden ist eines der transparentesten und saubersten Länder. They have the Nobel Prize of Medicine. Sie haben den Nobelpreis der Medizin. And what I didn't think of at the time, the Americans, my friends were talking about them. Sorry, Jim. They love the prestige of the Nobel Prize. Die Amerikaner mochten die Anerkennung, die mit dem Nobelpreis zusammenhängt. That is why it was important for them to get the registration of Prozac. Deshalb war es in Sweden. Deshalb war es so wichtig, diese Zulassung zu bekommen für Prozac in Schweden. That was one of the major things that I did, because the company told me, your career may depend on it. Meine Firma sagte zu mir, deine Karriere hängt davon ab, dass du das hinbekommst. Now I can't go through all the items of corruption I've been involved in. It's too many. I'll have to spend a couple of weeks here. Ich müsste hier ein paar Wochen stehen, um all die Details darzulegen über Korruption, in die ich verwickelt war. But you can read about it in my book that's selling over there. Sie können es alles nachlesen in dem Buch von mir, das dort drüben verkauft wird. It's called Nebenwirkung Tod. It's in German. Es ist auf Deutsch. And the English version last week is now as an e-book for any of you who might be interested in that. Die englische Version von dem Buch ist auch erhältlich als e-book. Now, as my colleague Rima was referring to earlier in her speech, what is the pharma industry doing to us? Wie meine Kollegin Rima bereits gefragt hatte, was tut diese Industrie mit uns? They are the most powerful industry in the world. Sie sind die mächtigste Industrie auf dem Planeten. They sleep in the same bed with governments. Sie stecken unter einer Decke mit Regierungen. They use corruption to get what they want. Sie benutzen Korruption, um das zu erreichen, was sie wollen.
Corruption involves money. They have lots and lots and lots of money. Sie haben unglaublich viel Geld, um diese Korruption zu betreiben. And that is how they make their money. Und auf diese Art und Weise verdienen sie dann hinterher wieder mehr Geld. Now, they also kill more people than the wars we have in the world. Die Leute aus der Pharmaindustrie töten mehr Menschen als die Kriege, die wir haben. But long term. Auf lange Sicht. They punish you and then they kill you. Erst schaden sie uns und dann töten sie uns. And that has to stop. We need the, according to the way things are today, we need the pharma industry because there are some good things out there. Sorry, Rima, I might be contradicting everything you said, but there are some things there that is good, but most of it is rubbish. Es gibt ein paar gute Dinge in der Pharmaindustrie und ich möchte nicht, dass die Pharmaindustrie komplett verschwindet, aber das meiste davon ist wirklich übel. They're not interested in curing any disease you may have. Es besteht kein Interesse daran, irgendeine Krankheit zu heilen, die jemand von uns vielleicht hat. They're more interested in making you get diseases. Es besteht vielmehr ein Interesse daran, dass wir krank werden. They're interested in symptomatic treatment. Es besteht ein Interesse an der Behandlung von Symptomen. They want patients who are diabetics, cardiology patients, Parkinson's disease, rheumatoid arthritis, arthrosis. Because you live a long time and the drugs that you have to take, you take that for the rest of your life. Krankheiten wie Diabetes, Arthritis und vergleichbare Dinge sind sehr, sehr lohnenswert, denn man hat diese Krankheiten sein Leben lang. So let me ask you the question. When is there anybody in here that can tell me when was the last time you heard or read that a pharma company has come with something that cures a disease? Beantworten Sie mir folgende Frage. I give you 100 euro right now if you tell me. Beantworten Sie mir folgende Frage. Und wann haben Sie das letzte Mal gehört, dass die Pharmaindustrie eine Krankheit wirklich geheilt hat, eine Krankheit wirklich heilen konnte? They don't cure anything. They make you sick. Now, this company that I talked about, the Eli Lilly and Company. Remember that name. Merken Sie sich den Namen der Firma Eli Lilly and Company. They have been doing this for years and years and years. Sie betreiben das seit vielen, vielen Jahren. 3 weeks ago, I received a mail. I get alerts on whatever is happening in the industry from various places. Eli Lilly and Company was fined Strafgeld by the Justice Department in Pennsylvania, in America, $1.4 million. Vor 3 Wochen erfuhr ich durch eine meiner vielen Quellen, dass das, dass das Justizministerium von Pennsylvania in den USA Eli Lilly verurteilt hatte zu einer Geldstrafe von $1.4 million. For one product. Für ein einzelnes Produkt. That I have written about in this book 2 years ago. Und über dieses Produkt habe ich vor 2 Jahren schon in diesem Buch geschrieben. That product was used to treat. It was a neuroleptic, psychodrug. Das Produkt, es handelt sich dabei um ein Neuroleptikum. That was approved to be used on schizophrenics. Und es wurde zugelassen für die Behandlung von schizophrenen Personen. So this company wasn't satisfied with that. They went and sold the drug to old people's home because they say it wouldn't cost so much to be there in this home because you give them this pill and the old people will sleep. Der Konzern war also nicht zufrieden damit, dieses Medikament nur zu verkaufen für schizophrene Patienten. Man entschied sich, das Produkt
auch an einfach alte Patienten, alte Leute zu verkaufen. Denn man dachte sich, wenn man diesen Patienten einfach oder diesen alten Leuten einfach das Medikament gibt, dann schlafen sie viel und sind ruhiger. So the workers wouldn't have any problems at night. Also die Pfleger haben dann weniger Stress in der Nacht. But what they didn't figure on was that this drug had the side effects, which, by the way, before it came out, they had hidden under the table. Es stellte sich dann raus, dass dieses Medikament the clinical results of the side effects. Es stellte sich heraus, dass dieses Medikament Nebenwirkungen hervorruft, die der Firma bereits vor der Markteinführung bekannt war. Man hat einfach die klinischen Studien unter den Teppich gekehrt. The side effects, a lot of people died of heart failure, kidney problems and whatever. Viele Leute starben durch die Nebenwirkungen an Nierenversagen und durch Herzversagen. And then there was some speculation going on because the patients that received this drug, it's called Zyprexa. The patients that received this drug also got diabetes. Die Patienten, die dieses Medikament bekamen, wurden erkrankten dann ebenfalls an Diabetes. And who is the largest diabetes medication producer in the world? Und welche Firma ist der größte Hersteller auf der Welt für Diabetes-Medikamente? Eli Lilly and Company. So, speculating. So they were taken to court. And they were fined. It's the largest Strafgeld in the history of the nation. Es ist die größte Strafzahlung in der Geschichte des Landes für dieses Medikament. Now there are a couple other companies that were fined heavily for other drugs in the pharma industry. Andere Firmen wurden ebenfalls verurteilt zu Strafzahlungen wegen anderen Medikamenten. And these are huge companies. Das sind extrem große Konzerne. But it never came out. Das ist aber niemals wirklich an die Öffentlichkeit gedrungen. You know why? Because the press works also with the pharma industry just like the government does. Die Presse ist genauso verbunden mit der Pharmaindustrie wie die Regierungen. And I was surprised because the Germans, they say, yeah, we write about all these things and whatnot, but they didn't write about this one. Und ich war verwundert, denn ich dachte immer, die Deutschen schreiben über solche Themen und es ist nicht geschehen. The pharma companies use the media to implant its dirty work on you. Die Pharmaindustrie benutzt die Medien, um all diese schmutzige Arbeit uns aufzudrängen. You never get to know the truth until it's too late. Wir erfahren nie die Wahrheit, bis es zu spät ist. You have to raise your awareness to a higher level. Sie müssen ihre Ebene des Verständnisses erhöhen. Don't take for granted what your doctor is telling you, because the doctors these days, let's say during my working half of my life, they don't know much about medicine and they don't care much about their patients. Nehmen Sie nicht alles für bare Münze, was die Ärzte Ihnen erzählen, denn die Ärzte interessieren sich nicht großartig für die Patienten, nach meiner Erfahrung, und die Ärzte wissen sehr, sehr wenig über Medizin. They think about how much they can get paid. Sie denken eher daran, wie viel ihnen bezahlt wird. And this is how the pharma industry reigns, stays in power. Und auf diese Art und Weise bleibt eben die Pharmaindustrie an der Macht. They buy the doctors. Sie kauft, die Pharmaindustrie kauft die Ärzte. They pick them up when they're in medical school, fourth year, fifth year, pay their tuition. Die Konzerne bezahlen Studienkosten der Ärzte im vierten, fünften Ausbildungsjahr. Because the doctors don't get information from anywhere else.
except the pharma industry. Die Ärzte bekommen ihre Informationen. And I know, because when I was a salesman, the pharma company used to tell me, never talk side effects. Mir wurde immer gesagt, rede nie über Nebenwirkungen. They taught us something called FAB, F-A-B, features, advantages, and benefits. Don't talk about side effects, that's taboo. Verwende nicht den Begriff Nebenwirkungen, sondern verwende einen anderen Begriff, unbeabsichtigte Auswirkungen. Und, so I know that. I also know that they hide the dangerous side effects because I was in charge of a clinical study for Fluctine or Prozac. Ich war verantwortlich für eine klinische Studie des Produktes Fluctine. When the doctors came rushing into my office one day because we were running a small trial in one of the largest hospitals in Stockholm. Wir führten in einem der größten Krankenhäuser in Stockholm eine Studie durch. The first week they started the trial, two of the patients tried to commit suicide. In der ersten Woche der Studie versuchten zwei der Patienten Selbstmord zu begehen. And this is a major side effect of these psychotropic drugs. We call them the SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitor. That's a long, fancy name. Und Selbstmord ist eine der Nebenwirkungen von diesen selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, wie Fluctin. It's called akathisia. The pharma industry, by law, is not obliged to give out information like that. Die Pharmaindustrie ist nicht rechtlich verpflichtet, gesetzlich verpflichtet, solche Informationen preiszugeben. Their friends in Washington made sure of that. Die Freunde der Pharmaindustrie haben dafür gesorgt in Washington bei der Regierung. Do you know that George Bush's father was on the board of directors of Eli Lilly and Company? Wussten Sie, dass der Vater von George Bush im Vorstand saß von Eli Lilly? One of the political advisors in the George Bush administration, a guy called Mitch Daniels, he was a vice president with Eli Lilly. Mitch Daniels, einer der Mitglieder der Bush-Administration, war der politische Berater. Do you know that Rumsfeld, he was a vice president in the pharma industry. Donald Rumsfeld. My boss, former boss, the guy who was two steps ahead of me. He was the vice president in London. He later became the CEO and chairman of the board of Eli Lilly and Company. Mein ehemaliger Chef wurde später der Direktor von Eli Lilly and Company. He was made a member of the American Homeland Security Committee. Er wurde dann später so ein Mitglied des amerikanischen Heimatschutzkomitees. And that is because Eli Lilly and Company is one of the largest political contributors to the Republican Party. Und das liegt und Eli Lilly and Company macht mit die größten Wahlspenden an die Republikanische Partei. And all of these companies, all of them, they have $100,000 executive walking around in Washington and saying hi. Come to my barbecue this weekend. Wir haben diese Lobbyisten, die dann in Washington rumlaufen und sagen, and das that, Geld voller Taschen haben und sagen, kommen Sie doch zu meinem Barbecue. And that, ladies and gentlemen, is the highest form of corruption. It's called lobbying. Das ist die größte Form der Korruption, man nennt es Lobbyarbeit. Is approved by your government. Well, I don't know which one I have. Das Lobbying. All of them the same. Das Lobbying ist geduldet von Ihrer Regierung. Ich weiß nicht genau, welche meine Regierung ist. So who are we dealing with? What are we doing? What are we setting our children open for? Welchen Dingen setzen wir unsere Kinder aus? Now here's the good news, not but for them. Hier ist die gute Neuigkeit. Sales of pharmaceuticals were dipping because die Verkäufe der pharmazeutischen Produkte. When you look at the logistics of the whole thing,
The baby boomers are now us. Die Leute, die man früher die Baby, all, but, die Leute, die man, here, right? Die Leute, die man früher die Babyboomer-Generation nannte, sind heute so alt wie ich. Das sind wir. Yeah, now we the baby boomers have gone into the long-term treatment. You know me. You know, I got a pharmacy that's about 20 kilometers away from where I live. 20 Kilometer von They meinem deliver Wohnort. My medication with special delivery. You know meine, why? Meine Apotheke, die ist nur 20 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, die liefert mir die Medikamente. I am one of their best customers. Und zwar mit einer Speziallieferung, weil ich einer der besten Kunden bin. Now the baby boomers are going to die out in a while. Die Babyboomer werden bald aussterben. Then the pharma companies have to find new consumers. Dann müssen die Pharmakonzerne neue Kunden finden. That is why they have turned their attention to the children. Deswegen konzentrieren sich die Konzerne nun auf die Kinder. Have you guys heard of ADHS or ADHD? Haben Sie gehört von dieser Krankheit ADHS? Yeah? Do you know what it is? Wissen Sie, was es ist? What is it? Wo? Was ist es? Oh yeah. Ein Mangel an Ritalin. Well, it's funny, but all these years I've been in medicine, nobody can come and tell me up till now what ADHD is. Bis zum heutigen Tage kann mir niemand genau sagen, was Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom ist. Yeah, syndrome makes it a sickness. Syndrom wird jetzt umdefiniert in Krankheit. Since they can't prove that this is a sickness, they change the S to D, calling it disorder. Sie nennen es jetzt eine Störung, weil sie es nicht genau definieren können. And when it comes to that kind of disorder, for example, how do they measure serotonin in the brain of a child? Wie sollen Sie bei diesen Krankheiten den Serotoninspiegel im Gehirn eines Kindes messen? Do you know how to do it, doctor? With a Ouija board. That's one way of doing it. Yeah, yeah, right. But I don't think the pharma industry even knows about Ouija boards. Es geht hier um, also der Scherz dreht sich um diese sogenannten Gläserrückenbretter. So what I'm saying, es wird bei Satanisten gerne verwendet, um irgendwelche Antworten von Satan zu erhalten. What I'm saying is, the also der Witz ist, sie meinte eben, womit messen diese Konzerne? Wahrscheinlich mit so einem Gläserrückenbrett. They get the psychiatrists to sit down, you know, with their little bow ties. Psychiatrists, these are mad people. Die Psychiater mit ihren schicken Krawatten sind in den meisten Fällen durchgeknallt. They might. They sit every year, a few of them selected from around the world, and they sit in a room and they make up what they called the Bible for psychiatry, the DSM. Sie treffen sich dann jedes Jahr und arbeiten die neuen Richtlinien aus, die neuen Definitionen von Störungen und Krankheiten. If this Bible was so good and so needed and does an exact job, why did they change the rules in this Bible during the last few years so many thousands of times? Also wenn diese Konzerne wirklich so gut Bescheid wissen und dieses Standardwerk erarbeiten, die ganzen Richtlinien zusammengefasst, man nennt es auch die Bibel der Pharmaindustrie. Wenn diese Firmen wirklich so gut Bescheid wissen, warum haben sie dann in den letzten Jahren tausende Male diese Richtlinien komplett verändert? So they're targeting the children. Sie zielen auf die Kinder ab. They're calling these new fancy diseases. They're targeting them with these drugs. Und man zielt auf die Kinder ab mit diesen Medikamenten. Strattera, Prozac, Ritalin, Paxil, Zoloft. In 2007, they had a report from the UK. Or it's a European report. 2007 gab es einen Bericht aus Großbritannien. 157 people were either killed or
serious side effects with this new drug Strattera. 157 Leute erlitten schwerste Nebenwirkungen durch dieses neue Medikament Strattera. Among them was a 3-year-old German girl. Ein dreijähriges deutsches Mädchen befand sich unter diesen Versuchskandidaten. I find it difficult to even think or imagine that such a thing can happen. Ich mag mir gar nicht ausmalen, dass so etwas Furchtbares überhaupt geschehen kann. Now, my problem with these people is not revenge, like some of the press people have been writing about in Germany. Es geht mir nicht um Rache, wie vielleicht manche. I'm out for revenge. No, I don't care about revenge. Mich interessiert Rache nicht. What I care about is that stop killing our children. Worum es mir geht ist, dass man aufhört, unsere Kinder zu töten. Because when the politicians around the world when the politicians and all the other idiots, like the psychiatrists, for example. Wenn die Politiker und die anderen, die Psychologen und die anderen Idioten. They talk about we have to save the world, the environment, the gases, the green, everything else. Sie reden davon, dass sie die Welt retten möchten vor Treibhausgasen und ähnlichen Dingen. All these people with the power in their hands to do something is not doing a goddamn thing. Alle diese Leute, die genügend Macht besitzen, um etwas Gutes zu tun, tun nichts Gutes. They still try to manipulate. And now they've fixed their eyes on the kids. Sie versuchen immer nur weiter zu manipulieren und nun haben sie es eben auf die Kinder abgesehen. I don't know about you guys in here. But that's not going to happen to my kid. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber das wird meinem Kind nicht widerfahren. Never, never. The other thing that is very, very significant is. Es gibt eine weitere sehr, sehr wichtige Sache. When Volvo or Mercedes or Audi, they bring a series of cars on the market, and something went wrong. The computer system maybe doesn't function well, the brake system, something. What do they do? Was geschieht, wenn ein großer Autohersteller eine neue Serie auf den Markt bringt und es stellt sich heraus, dass irgendein Konstruktionsfehler vorliegt mit den Bremsen oder anderen Dingen? Can anybody tell me what do they do? Was passiert dann? They bring them all in. Es gibt eine Rückrufaktion, right? Einen Rückruf. They fix the problem and then they go back and sell it. Man ruft diese Autos zurück, löst das Problem und dann verkauft man sie erst wieder. When a pharmaceutical company brings a drug that's killing people, what happens? Was passiert, wenn hingegen ein Pharmaunternehmen ein Medikament auf den Markt bringt und es stellt sich ein Problem raus? The stupid politicians and the authorities, they say, okay. Why don't you guys go back and take a look and see what is it that's wrong and see if you can fix the problem and still sell the drug. Was die Politiker und die Behörden machen, ist Folgendes. Sie sagen dann zu diesen Pharmakonzernen, am besten ihr guckt euch das Problem an und versucht es zu lösen, aber das Produkt bleibt in der Zwischenzeit auf dem Markt. These companies still keep on selling the drugs. And I'm not talking about Milliarden pro Jahr. That's a lot of money. Now the company I worked for, this Lilly, they said to me and all my comrades and workers. Mein Konzern Eli Lilly sagte zu mir und meinen Kollegen. Oh, we work for the betterment of the human race. Wir arbeiten darauf hin, die Welt zu verbessern. Und die menschliche Rasse zu verbessern. We work towards getting their wallets empty. But they claim that they give
$1 million a day to research. Es wird behauptet, dass $1 million pro Tag für Forschung ausgegeben wird. Yeah. That's $365 million a year. $365 million pro Jahr. Now I have been with them, that company, I was with them for 10 years. Ich verbrachte 10 Jahre bei diesem Konzern. So you take 365 and multiply it by 10. Also multiplizieren Sie diese 365 mal mit 10. That's over $3 billion. Das sind über 3 Milliarden Dollar. And they couldn't even bring out a better aspirin than they have. Und sie konnten damit kein besseres Produkt herausbringen. So they're bringing SSRIs. They are called SSRIs. When they told me that this new group of drugs was coming, they said, if we give it away, we will make money. That's how cheap it is to make. Es wurde argumentiert, dass wir diese selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, diese Antidepressiva, sehr, sehr, sehr billig herstellen können. And Prozac, the drug that I bribed the Swedish government with to register, is the first ever blockbuster of the pharmaceutical industry, that is $1 billion a year. Das Produkt, das ich, dessen Zulassung ich in Schweden erreichen wollte, war einer der größten Verkaufsschlager, einer der ersten Verkaufsschlager der Industrie. Es geht hier um eine Milliarde pro Jahr. Anyway, I think that's a lot for you guys to digest and swallow. Das ist ein Haufen Informationen, um sie aufzunehmen. I have a lot more. Ich habe noch viel mehr von diesen Informationen. But right now, fortunately for me, that has become my insurance. Inzwischen sind diese Informationen zu meiner Lebensversicherung geworden. Plus, I have to save a little bit for my next book. Ich muss noch etwas verdienen, um mein nächstes Buch schreiben zu können. It's all coming. Hopefully the book will be finished by the end of this year, early next year. Ich hoffe, dass das neue Buch Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird. In the meantime, I will continue to speak wherever I'm invited. In der Zwischenzeit werde ich Vorträge halten, wo auch immer ich eingeladen werde. Because I can write 100 books. Ich könnte 100 Bücher schreiben. If my message doesn't get to the people, to the consumers, nothing is gonna happen. Meine Botschaft muss die Verbraucher erreichen. Ansonsten hat sie keine Auswirkungen. We have to get out of the grip of these people. Wir müssen uns befreien aus dem Klammergriff dieser Leute. Public outcry. Öffentliche Aufschrei in der Bevölkerung. Public outcry brought the Berlin Wall down. Öffentliche Aufschrei führte dazu, dass die Berliner Mauer fiel. Public outcry can clean the pharma industry. Just get some control. Put some transparency into the business. Holen Sie Kontrolle zurück. Bringen Sie Transparenz in das Geschäft. And when your politicians stop filling their pockets, wenn sich die Politiker nicht mehr die Taschen vollstopfen, and start to do something, well, that's difficult. That's difficult to get politicians to do anything because they don't have anything to think with. Es ist schwer, Politiker dazu zu bekommen, irgendetwas Nützliches zu tun, weil sie kein Gehirn haben, um zu denken. And you journalists out there, maybe there are some journalists out there, and maybe there are good ones out there, but stop thinking of writing your articles that somebody is going to buy, or you're not going to get the Pulitzer Prize anyways. Die Journalisten, die jetzt vielleicht hier sind, ihr bekommt sowieso nicht den Pulitzer Preis. Also start to write the truth. The truth is the only weapon. Die Wahrheit ist die einzige Waffe. Veröffentlicht die Wahrheit und nicht, was euch jemand vorlegt.
And I know, because people all around, at least all around where I have been during the last year, they're waking up. I have people call me in the middle of the night. I'm sorry, I can't, all I can do is stand on a stage or write. Ich werde Tag und Nacht kontaktiert. Alles, was ich tun kann, ist hier zu stehen oder zu schreiben. Hopefully you will understand. Hoffentlich verstehen Sie, worum es geht. And take the cloud away from your eyes. Und hoffentlich nehmen Sie einen Schleier weg vor Ihren Augen. You start thinking for yourselves and don't let the pharma industry think for you. Benutzen Sie Ihr eigenes Gehirn und lassen Sie nicht das Denken diktieren von der Pharmaindustrie. And here's a little tip to all you young people. Hier ist eine Empfehlung an all die jungen Leute hier. We the older ones, I'm gone already. I've had my life. I had a good life. Ich hatte ein schönes Leben. I was a criminal in my job. I was a pop singer. Ich war ein Verbrecher in meinem Job. In einem anderen Job war ich Popsänger. I had three wives. Ich hatte drei Ehefrauen. No, two and I got one now. So that's three, yeah, three wives. So I mean, I have enjoyed all these things that are there for the offer. Ich habe all die Dinge genossen, die mir angeboten worden sind. But listen to an old man. Hören Sie diesem alten Mann hier zu. You young people, start to take care of yourselves. Fangt an, euch um euch selbst zu kümmern. Take care of yourselves. Take care of your bodies. Fangt an, gut auf euren Körper aufzupassen. Don't fall for the junk that's out there. Fallt nicht auf diesen Müll rein, den es da gibt. Stand up for what you believe is right for you. Steht für die Dinge ein, von denen ihr denkt, dass sie gut für euch sind. The reason you go to a doctor and the reason you go to the hospital is because you have not looked after yourselves. Wenn Sie zu einem Arzt gehen oder in ein Krankenhaus gehen, dann liegt das daran, weil Sie nicht gut genug auf sich aufgepasst haben. If you look after yourselves, you don't need to go. It's like the car. Es ist wie mit einem Auto. You tune up the auto. Use the right gas. Change the windshield wipers. Kauft gutes Benzin. Maintenance. Wechselt die Scheibenwischer aus. If you do that, you don't need to see the mechanic. Wenn ihr euer Auto gründlich wartet, dann braucht ihr nicht in die Werkstatt gehen. But if you don't maintain the car, then you have to go to the mechanic. It's not going to run properly. Wenn ihr euer Auto nicht anständig wartet, dann müsst ihr zum Mechaniker. It's the same thing with your life. Es ist dasselbe Prinzip bei eurem Leben. And your life, a lot of times, have other people who are dependent on them, like your children, for example. Und häufig haben sie Kinder, die von ihnen abhängig sind. So, I am not going to get into more details about all of this. I've told you some of the important facets of the pharma industry, and you can believe it, you can take it to the bank, what I have said to you. Also auf das, was ich Ihnen heute gesagt habe, die Dinge über die Pharmaindustrie. And you can do your research. Sie können das selbst nachforschen. And you will find that I have worked in every single department except production. Und Sie können herausfinden, dass ich in fast jedem Bereich gearbeitet habe, All the other facets of the industry, I have worked in them. I know. Ich habe in all den anderen Bereichen der Pharmaindustrie gearbeitet. So, ladies and gentlemen, it's been very nice meeting you people. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennengelernt zu haben. I will now leave this speech open for questions. If you have any questions, ich möchte nun den Zuhörern die Gelegenheit bieten, Fragen zu stellen. Ist einfach ein Widerspruch jetzt aufgegangen mit den beiden Vorträgen von Frau Leibow und von Ihnen. Die
Codex Alimentarius will die Bevölkerung auf 2 Milliarden reduzieren. There seems to be a contradiction between the two presentations. Codex Alimentarius wants to eliminate populations. Und sie ist ja von der Big Pharma gesteuert. Aber wie will dann Big Pharma ihre Kunden gewinnen, wenn die diminuiert werden? So, how does Big Pharma ensure future profits if Big Pharma is killing off the people? Big Pharma is not killing off the people. But that's what Madame Leiboff said. That's the goal Codex Alimentarius. Okay. Let me. What I have heard from her, and what I have thought about, is that she said that Codex Alimentarius, they make you sick with the food, right? Codex Alimentarius ist entworfen worden, um die Leute krank zu machen. Aber das Endziel war die Reduktion der Bevölkerung. The end goal was reduction of people. Lass mich eine Frage stellen. Are you with any organization? Sind Sie Teil irgendeiner Gruppe? Are you with Scientology or any of these people? Not at all. Scientology came up to me out there. Irgendjemand von Scientology hat mich draußen angesprochen. I'm from no organization at all. No. I don't take any drugs, by the way. So we're getting, I just go to the homeopath. We're getting, oh. Yeah. Do you believe in what you're getting from the homeopath? I think it works. I started only a year ago, I guess. Also seit einem Jahr nehme ich homöopathische Medizin und ich denke, es funktioniert. It works. Sie denken, es funktioniert. Yeah, it works. And you know, I agree with you in that the pharma industry is mostly here for making money. And I agree with your thing that sie bestechen die Ärzte, damit sie möglichst viele Medikamente verschreiben. Sie sind nicht daran interessiert, die Leute gesund zu halten. Das ist mir eigentlich auch klar. Der scheinbare Widerspruch ist sehr leicht aufzulösen. Rima, you talked about some key individuals who started not just Codex, but started modern medicine. Also Rima hat bestimmte Individuen angesprochen, wie zum Beispiel John D. Rockefeller. Diese Individuen haben quasi die moderne Medizin durch ihre Kontrolle eben bestimmt. Und Leute wie John D. Rockefeller schufen Codex eben später. And I mean, it seems to be a contradiction. Well, what happens if the pharmaceutical industry kills off all the consumers? Well, here comes in the people above the industry. It seems confusing and contradictory on the face of it. And I erscheint wie ein Widerspruch. And I wanted to make 2 comments. So I'm very glad that you asked that question. The first comment is that in a consumer-based economy, what we're talking about makes no sense. In einer normalen Verbraucherwirtschaft machen diese Handlungen auf oberflächlich betrachtet keinen Sinn. Sie sind gegen das Profitprinzip. In a consumer-based economy, you want more people to buy more things. Normalerweise will man, dass mehr Leute mehr Dinge kaufen und konsumieren. But you remember in my talk that I talked about the neo-feudalists. Ich sprach in meinem Vortrag über die Neo-Feudalisten. We are moving toward a new economy. Wir bewegen uns zu auf eine neue Art der Wirtschaft. You may notice that the economy that we've all grown up with and understand is in its death throes. Die Wirtschaft, die wir seit unserer Kindheit kennen, befindet sich im Moment im Todeskampf. This is no accident. Das ist kein Zufall. This is engineered, carefully engineered over a very long period of time. Dieser Wirtschaftskollaps wurde vor langem bereits sehr, sehr aufwendig geplant. The new feudalism does not need consumers. Die neue feudalistische Gesellschaft braucht keine Verbraucher mehr. The new feudalism, which has been predicted for hundreds of years, needs 3 classes of people. Diese neue Gesellschaft des Neo-Feudalismus braucht 3 Klassen an Bürgern.
The new feudalism, as defined by the new feudalists, needs, first of all, the neo-aristocrats. Ein wichtiges Element sind die Neo-Aristokraten, die Fürsten und Könige der Neuzeit. The second class is their servitors, their servants, their serfs. Das zweite sind die Sklaven, die Untergebenen, die Erfüllungsgehilfen. And the third class is their technicians. Und die dritte Klasse sind die Techniker, die Wissenschaftler. In their insane planning, that comprises about 10% of the world's current population. In der Philosophie des Neofeudalismus sollen diese drei Klassen zahlenmäßig nicht größer sein als 10% der jetzigen Bevölkerung. Now, if they have their way, and I have treated, as a physician, I have treated a reigning monarch who explained that this was the plan that she was raised with. She was not a young woman. Ich habe einer meiner Patienten, es handelte sich dabei um einen herrschenden Monarchen. And the plan und diese Person, und diese Person hat mir mitgeteilt, dass dieser Gedankengang, diese Philosophie eben das ist, mit was diese Person aufgewachsen ist. The plan is underway. We have the power to stop it. I wanted to make one other point, and that was about what you were saying, John. In the United States, and you know that very often bad things come from the United States and spread to Europe and the rest of the world. Wie Sie wahrscheinlich wissen, kommen viele sehr, sehr schlimme Dinge aus den Vereinigten Staaten und verbreiten sich dann auf der Welt. In the United States, there was a law enacted, which was signed into law by the twice unelected president of the United States, es gab ein George Gesetz, Bush. Es gab ein Gesetz, das unterzeichnet wurde von dem von dem nicht legitimen Präsidenten George W. Bush. Yes, that law is called the New Freedoms Initiative. Dieses Gesetz trägt den Namen Neue Freiheitsinitiative. The New Freedoms Initiative, signed into law in November 2004, says the following. In dem Gesetz, das im November 2004 unterzeichnet wurde, steht Folgendes. It says every child in the United States, including unborn children. Jedes Kind, also das Gesetz betrifft jedes Kind in den Vereinigten Staaten, darunter auch ungeborene Kinder. Must be screened for mental illness. Jedes dieser Kinder muss geprüft werden auf geistige Beeinträchtigungen. Let me butt in there. This was a study done by the George Bush's Institute for Mental Health in Texas. That's right. Which was built by Eli Lilly and Company. Diese neue Initiative wurde eben durchgesetzt von einer Organisation, die der Bush-Administration nahesteht und die auch Eli Lilly nahesteht. And one more thing. I attended a meeting in 2007 in Berlin. Ich war bei einem Treffen im Jahr 2007. I was invited there by the members of the Green Party. Ich wurde dort eingeladen von Mitgliedern der Grünen Partei. And I was supposed to say something, I don't know what, but ich sollte dort einen Vortrag halten oder eine Rede halten. As soon as I started speaking, they cut me off. Sobald ich angefangen hatte zu reden, wurde mir das Mikro ausgeschaltet. Because there was a group of psychiatrists begging the government for money to perform exactly what Rima just said. And that's why I'm telling you, but there's more. Also die Psychiater werden eben, also sie wollen eben, dass mehr Geld bereitgestellt wird, um diese Dinge zu tun, über die eben geredet wurde. Step 1, screen every child, including the unborn, by screening their mothers for mental illness. Das war das Erste. Jedes Kind, auch die Föten, sollen getestet werden auf geistige Einschränkungen. Step 2. Let me just finish the steps. Okay. Step 2. Treat on a mandatory basis every child who is found to have, quote, God help us, mental illness, which means every child. Das zweite Element von dieser neuen Freiheitsinitiative ist, Zwangstherapien
für jedes Kind, das eine sogenannte geistige Beeinträchtigung hat, eine psychische Erkrankung hat. And step three, screen and treat on a mandatory basis every single person who has any contact with children, because we have to protect the little dears. Auch jede Person, die Umgang hat mit solchen Kindern, die angeblich eine psychische Krankheit haben sollen, also diese betreuende Personen, sollen ebenfalls geprüft werden. That means mothers, fathers, shopkeepers, school teachers, grandparents, neighbors. Von den Nachbarn über die Lehrer, über Kindergärtner, einfach alles Eltern. Everyone. Does that answer your question? So first we control and we make ill, because every drug requires more drugs, which require more drugs and more drugs, and then eventually we depopulate. Also erst wird die Kontrolle übernommen über die Medizin, und dann kann man die Bevölkerung eben reduzieren. Ich möchte noch einen Punkt anfügen, und zwar, Rima, you talked about John D. Rockefeller. Die Rockefeller-Familie, wie du vielleicht weißt, ist einer der Hauptanteilseigner der amerikanischen Zentralbank und anderen Zentralbanken auf dem Planeten. Also überleg dir gut, natürlich die Konzerne, die auf dieser Hierarchieebene weiter unten liegen, über diesen Konzernen stehen eben Familien und so Aristokraten, Königsfamilien. Und diese Familien, das Hauptziel ist nicht mal Geld, es geht vielmehr um Kontrolle. Also den Konzernen, die als Erfüllungsgehilfen dienen, denen geht es auf dieser unteren Ebene, damit sie ihre Aufgabe erfüllen, schon um Geld. Aber letztendlich, die Rockefellers brauchen nicht mehr Dollars, die Rockefellers drucken die Dollars. Also sie müssen nicht unbedingt Geld verdienen, sie können das Zeug auch drucken lassen, wie momentan ja wieder, also mittlerweile wird ja wieder mehr Geld geschaffen als in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten. Thank you, Alex. Thank you very much. Is that okay with your question? Ja, das war eine sehr wichtige Frage. Sehr wichtige Frage. It gets more scaring and it gets to more relations than you ever thought. What you have to do, let me give you a little bit. You have to start thinking simple. Beginnen Sie einfach, in einfachen Kategorien zu denken. When you go into details that involves politics and politicians and people in power, wenn Sie sich in den Details verlieren, you lose the goal. Verlieren Sie den Sinn für das eigentliche Ziel. You see? Es ist einfach sehr schwierig, in Kategorien zu denken wie Leute wie Rockefeller und wie Skulls and Bones und Bush. Und da gibt es dann Sachen, die führen wohin, wo ich gern mal mehr darüber wüsste eigentlich. Und das ist für mich nicht einfach, so zu denken. Weil it's not einfach for anybody. He said it's not easy to put yourself into that crazy elitist mindset, and it's hard to wrap your head around it. Thank God it's not easy. Gott sei Dank. God, it doesn't make sense to us without work. Thank you guys. Thank you for your question. Thank you for your answers. All right, good. Okay, vielen Dank für den unglaublichen Vortrag. Thank you very much, ladies and gentlemen. I hope I see you again. Ich hoffe, ich werde Sie wiedersehen. Oh, don't forget, the book is on sale over there. Das Buch finden Sie dort hinten. Also es ist wirklich ein bisschen wie Science Fiction, was wir hier erleben. Es ist ein Paradigmenwechsel, ein Denkschemenwechsel, der jetzt ansteht. Es treibt einem wirklich den Schweiß in die Poren. Aber wir sind ja hier als Informationsstelle. Das ist ein journalistischer Dienst, wenn man so will. Wir hören die Dinge, wir beobachten sie und wir werden sehen, ob das übereinstimmt oder nicht. Was ich nochmal betonen möchte, wir haben jetzt hier einen Mann vor uns, der nicht sagt, man hat die Regierung dort und dort bestochen, sondern ich habe diese Jobs gemacht. Also der redet jetzt wirklich von der ersten Front her und hat über Jahrzehnte diese engsten Erfahrungen. Was er gesagt hat, ich möchte das noch ergänzend sagen, ich habe einen Film mir diese Tage angeschaut, ich bin dabei, die Rechte zu erwerben, um ihn zu zeigen. Der heißt Ein Milliardengeschäft, gefährliche Psychopharmaka. Das ist ein Film, der
jedes Wort nicht nur bestätigt, sondern auch in vielfältiger Weise dazu ergänzt. In diesem Film kann man 175 Interviews, ganz kurze Interviews mit Rechtsanwälten, mit Gesundheitsexperten, mit Angehörigen von Opfern und Überlebenden von Psychopharmaka und so weiter sehen, aus der ersten Reihe. Da wird bezeugt, dass 330 Milliarden Dollar schweres Geschäft dahinter steckt, dass jährlich 42.000 Menschen sterben an diesen Drogen, an diesen Psychopharmakas. Und es wird genau das bestätigt, was wir von John jetzt gehört haben. Es ist mehr Gift, als man irgend denken kann. Also wir haben heute Fachleute unter uns, das sind nicht einfach Verschwörungstheoretiker, sondern Menschen, die bei der Entwicklung dieser Medikamente dabei waren, die genau wissen, was darin ist, die genau wissen, was verschwiegen wird. Und wir wissen, das wird in den Medien nicht berichtet und darum übernehmen wir diesen Job, weil das Pflicht ist, diese Aufklärung, denn hier geht es, wie wir gehört haben, buchstäblich um Genozid, um Völkermord. Denn wir haben gehört, die Pharma tötet mehr Menschen im Laufe der Zeit, als es die Kriege tun. Und da muss man einfach beide Ohren machen. Wir danken, dass Sie den Mut hatten, hier so offen zu sprechen. Sie haben Ihr Leben gewagt heute und Sie werden es weiter wagen, aber wir alle mit Ihnen. Herzlichen Dank. Danke.